Abitur 2019. Beachte unbedingt diese eine Sache. Und damit herzlich willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und für so viele von euch starten jetzt die Abiturprüfungen. Und da möchte ich als euer Abiturcoach natürlich euch beiseite stehen, um euch noch weiterhin mit den besten Tipps zu versorgen, die mir auch vor 2 Jahren, 2017, dazu verholfen haben, dass ich mein 1,0 in den Abiturprüfungen geschrieben habe. Und deswegen gibt es jetzt diese eine Sache. Okay, es gibt diese eine Sache, die bei allen Lernstrategien, allen Lerntipps, sonst irgendwas und die über 2000 Tipps, die es auf meinem Kanal schon gibt, bei denen du dich auch gerne umschauen kannst, wenn du da noch mehr finden möchtest, um mich noch maximal vorzubereiten. Aber diese eine Sache vergisst jeder, beachtet fast niemand und so viele Punkte. Und das habe ich jetzt im letzten Jahr so oft erlebt. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich, wie viele Leute durch diese Sachen sich ihren Traumabiturschnitt ja, verkacken, wenn man es ganz ehrlich so ausdrücken darf. Und zwar, sie fokussieren sich nicht auf sich selbst. Und das ist genau die Sache, die du tun musst. Fokussiere dich auf dich selbst. Ich weiß, das Abitur wirkt wie eine große Sache. Du bist super aufgeregt. Du weißt nicht genau, was da auf dich zukommt. Und wir Menschen tendieren immer in Situationen, wo wir das Gefühl haben, okay, das ist jetzt ungewiss. Ich weiß nicht genau, was da auf mich zukommt. Wir suchen da immer nach Schutz, nach Sicherheit und nach der Hilfe von anderen Menschen. Deswegen, was passiert? Die Abiturprüfung kommen immer näher, du redest immer mit deinen Freunden darüber, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es kommt. Du redest mit deinen Eltern darüber, was auch immer. Und dann gerade der Morgen der Abiturprüfung. Vielleicht schaffst du es noch, dass du daheim einigermaßen entspannt bist, normal frühstückst und sich, vielleicht erfüllt sich sowieso alles unreal an, dass du da überhaupt jetzt wirklich zu einem Abitur führst und dann wirklich eine Abiturprüfung schreibst. Nur dann kommt der ein entscheidende Moment. Und das ist der Moment, wo ihr alle, du und deine ganze Jahrgangsstufe sich vor dieser Tür versammeln, wo es dann zur Abiturprüfung reingehen wird. Und man will natürlich maximal pünktlich da sein. Ja, du wirst in der Regel wahrscheinlich eine halbe Stunde vorher da sein müssen, damit auch wirklich pünktlich alle da sind. Und was passiert dann? Alle, verstehst du, niemand von deinen Mitschülern, außer diejenigen, die durchgefallen sind, schaut an diejenigen, ansonsten hat noch niemand so eine Abiturprüfung geschrieben. Und alle sind aufgeregt. Und ihr seid alle zusammen. Und was passiert dadurch? Ihr macht euch gegenseitig verrückt. Und genau das darf dir nicht passieren. Weil wenn das passiert, dann kannst du dich so gut vorbereitet haben, wie du willst. Es kann dein Lieblingsfach sein, du kannst so viel Energie reingesteckt haben. Wenn du dann in dem Moment so richtig diese Panik bekommst, wird deine Note darunter leiden, ob du es willst oder nicht. Und deswegen, bitte, 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 versprich es mir. Du wirst mir hinterher so stark danken, die eine Sache beachtet zu haben. Und wenn du es nicht beachtest, dann wirst du dir hinterher auf dieses Video zurückkommen und denken, Damn, hätte ich doch mal darauf gehört, was der Typ da gesagt hat. Denn es wird dich einfach nur verrückt machen. Aber das ist alles kein Problem, wenn du einfach die folgende Sache machst. Und zwar, bleib einfach für dich. Bleib einfach für dich. Und wie du das machst, ist egal. Ich würde dir empfehlen, geh mit Kopfhörern im Ohr einfach gleich dahin. Dann stell dich nicht neben deine Freunde, setz dich auch nicht neben irgendwelche anderen Leute, frag auch keine Dinge mehr nach, sondern bleib gleich ein bisschen abseits. Ja, in dieser Zeit, da ist es egal, was deine Freunde machen und so weiter, sprecht es am besten gleich auch mit denen ab, dass du zumindest für dich sagst, hey, ich wollte nur Bescheid sagen, ich glaube, mir wird es vor der Abi-Prüfung echt ein bisschen heavy, deswegen will ich ehrlich gesagt einfach für mich sein. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht zu euch gehe, ich will einfach nur mich auf mich konzentrieren. Und dann werden sie, wenn es die richtigen Freunde sind, auch dafür Verständnis haben. Deswegen, was habe ich gemacht? Ich zum Beispiel, ich habe mich einfach so ein bisschen um die Ecke gesetzt, wo nicht niemand mehr war. Habe ich denn da gehört, einfach ein bisschen in mich gegangen, habe ein bisschen meditiert, habe Musik gehört. Einfach, ich habe mich einfach auf mich fokussiert. Ja, und das ist das Entscheidende, weil so war ich vollkommen bei mir, konnte mich auf meine Vorbereitungen konzentrieren. Ich wusste, dass ich vorbereitet bin, konnte mich voll auf die Abi-Prüfung auch einfach einstimmen. Und das lief dann super gut, weil ich quasi in den 1, 2 Stunden vor der Abi-Prüfung nicht mehr wirklich Kontakt mit irgendjemand anderen hatte, sondern voll bei mir sein konnte, voll die Ruhe auch irgendwie trotz dieser nervösen, bevorstehenden Sache in mir finden konnte, dann ruhig an meinen Platz gehen konnte und dann wirklich konzentriert gearbeitet habe. Und das habe ich in jeder einzelnen Abiturprüfung so gemacht. Und genau deswegen habe ich auch die 1,0 insgesamt geschafft. Deswegen bitte, 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 achtet darauf. Macht diesen Fehler nicht, klärt das mit euren Freunden und auch mit eurer Familie vielleicht davor ab, dass ihr wirklich sicher seid, dass ihr da wirklich auch das, wo jetzt diese ganze Arbeit, ja, ihr könnt so stolz auf euch sein, ich sag's euch, ihr habt euch jetzt so gut vorbereitet, so viele Dinge getan, so viel Zeit auch rein investiert. Deswegen unbedingt tut euch den Gefallen und bleibt bei euch, bleibt fokussiert und dann wird es auch das Maximum, was ihr euch wünschen könntet. Wenn du jetzt ganz, ganz kurz vor Ende auch noch das Maximum rausholen möchtest und vielleicht auch von mir die besten Tipps haben möchtest, wie man sich nochmal auf die weiteren Abiturprüfungen am besten vorbereitet oder wie man auch
auch mit der Angst, dem Druck, der jetzt vielleicht auch mit den Abiturprüfungen einhergeht, umgeht, dann bewirb dich noch ganz, 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 ganz schnell auf unser Coaching. Wir werden euch bevorzugen vor allen anderen Bewerbern, die in 2019 ihr Abitur haben. Deswegen meldet euch ganz schnell in der YouTube-Beschreibung hier unter diesem Video an. Klickt auf den Link, bewerbt euch und dann spreche ich und mein Team sehr, sehr bald mit euch, damit ihr auch kurz vor knapp noch die bestmögliche individuelle Unterstützung von mir als euer Abiturcoach bekommt. Deswegen, in diesem Sinne, denkt dran, ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube an euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.